Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Herzlich willkommen zum vierten Gruppenspieltag, zum dritten Gruppenspieltag der Gruppe D zwischen Tschechien und Türkei. Ist natürlich nicht der vierte, gibt nur drei. Wie soll's dann der vierte sein? Tschechien braucht drei Punkte, um mit etwas Glück noch an Kroatien vorbeiziehen zu können, wenn die Kroaten zeitgleich gegen Spanien verlieren. Das Spiel findet zeitgleich statt. Die Türkei braucht drei Punkte, um vielleicht noch das Wunder zu schaffen und als Gruppendritter weiterzukommen, als einer der vier besten Gruppendritten. Das wird schon schwer genug. Da gibt es auch andere Kaliber, die jetzt schon fast vier Punkte haben. Und von daher muss man da aufpassen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Nationalhymnen. Zuerst die von Tschechien. Folgt die der Türkei. Die Kamera ist ein bisschen weit unten, oder? Sind die Spieler alle 2 Meter groß, oder was? Oh Mann, oh Mann. Kommen wir zur Mannschaftsaufstellung von Tschechien. Vaclík, Gebrselassie, Sivok, Suchi, Pudil, Skalak, Darida, Marešek, Krečký, Kolar und Vydra vorne drin. Kommen wir zu der von der Türkei nach den Handshakes hier. War der Schiedsrichter jetzt gerade nicht da? Babakan, Gönül, Topal, Baltar, Erkin, Şahan, İnan, Özyakup, Turan, Çalhanoğlu und Tosun. Oh Mann, die Türkei hier. Der Schiedsrichter erstmal, Ingvar Tollefsen aus Norwegen. Die Türkei kann ja quasi nur noch durch ein Wunder weiterkommen. Die müssen heute gewinnen und zeitgleich müssen sie irgendwie schaffen, als einer der besten vier Gruppendritten zu enden. Das wird mit 3 Punkten schon relativ schwer. Da braucht man vielleicht ein paar Tore. Und das wollen die Türken jetzt hier auch erreichen, natürlich. Aber die Tschechen wittern natürlich vielleicht sogar noch Platz 2. Wenn sie gewinnen, sollten sie eigentlich sogar unter den 4 besten Gruppen Dritten automatisch sein, fast schon. Mit 4 Punkten ist man da, glaube ich, schon gut dabei in der Lotterie. Und sie werden alles geben, natürlich, um zu gewinnen. Weil vielleicht drückt man so sogar noch auf Platz 2 vor, je nachdem, was Spanien gegen die Kroaten macht. Wenn die beide unentschieden spielen, Spanien gegen Kroatien, dann war es das schon für die Tschechen. Dann können die nur noch Dritter werden. Wollen jetzt hier aber direkt früh ein Tor erzielen. Babakan kann aber den Ball festhalten. Kein Problem. Jetzt probieren es die Türken weiter mit Şahan auf Tosun. Aber der kriegt den Ball abgenommen von Sivok. Der hat da gut aufgepasst. Jetzt die Tschechen. 10 Minuten sind gespielt. Die Türkei heute in ungewohnt farbenen Trikots. Hellblau ist es hier, so wie es aussieht. Oder fast schon türkis. Ich weiß es nicht. Wie sich die Farbe jetzt fachmännisch genau nennt, keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Jetzt schauen wir erstmal auf die Ecke für die Tschechen. Wer bringt die in die Mitte? Es ist Krečký, der den Ball in die Mitte bringen wird. Na, der kommt direkt auf den Keeper, Babakan kann ihn da aus der Luft pflücken und jetzt erstmal weit nach vorne schießen. Aber da wurde ein Vorteil abgepfiffen. Da gab es scheinbar irgendwo einen Foul. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Hier sehen wir Nummer 20
Der Tschechen im Fokus, scheinbar hat er das Foul begangen, sagt jedenfalls die Regie, aber ich habe da nichts gesehen, ehrlich gesagt. Aber okay, wenn das so ist, dann ist das so, die Türken mit dem Freistoß, aber da war jetzt eh nichts los, außer dass der Konter dadurch unterbunden wurde, hätte man den Ball vorne gekriegt. Das war dann ein bisschen ärgerlich wiederum für die Türken sehr wahrscheinlich. Aber jetzt erstmal Çalhanoğlu hier im 16er. Da kann Çalhanoğlu mit dem Schuss. Oh, da muss der Keeper der Tschechen das erste Mal eingreifen. Hakan Çalhanoğlu darf man da natürlich auch nicht so schießen lassen. Mareschek jetzt hier am Ball. Pudil, wieder Mareschek. Auf Kretschki, Kolar. Bekommt den Ball da abgenommen. Hier sehen wir die Pässe bisher. Tschechien mit 93%, die Türkei mit 94% angekommener Pässe. Ich finde es immer lustig, dass da nur Pässe steht und nicht angekommene Pässe. Warum schreibt man das nicht einfach hin? Oder erfolgreiche Pässe, irgendwie sowas. Und da steht halt nur Pässe. Oh, jetzt der Fehler! Oh Mann, der Fehler vom Keeper der Tschechen. Und die Türkei nutzt den Fehler eiskalt. 1:0 durch Tosun. Eieieiei. Hier sehen wir es. Er spielt dann den Ball direkt auf die Brust. Der nimmt ihn an und zieht direkt ab. Klasse gemacht natürlich auch dann. Aber das war ein Fehler vom Keeper der Tschechen. Das darf der da nicht so machen. Eieiei, ist das bitter. Das ist ja mal richtig bitter. Tosun nutzt es ja eiskalt aus. 1:0 in der 25. Minute hier für die Türkei gegen Tschechien. Eieieiei. Da kann man fast nur den Kopf schütteln. So, jetzt schauen wir mal. Gebre Selassie hier auf Skalak. Skalak immer noch. Oh, die Chance für die Tschechen direkt auszugleichen vielleicht noch. Ah, nein, da ist sie weg. Da können die Türken den Ball erstmal klären. Das wäre es ja gewesen, wenn ihr der Ausgleich direkt folgt. Die Tschechen wittern hier natürlich, dass sie jetzt ein Tor brauchen. Ich meine, sie liegen mit insgesamt wie viel Toren hinten? Wie viel Punkten jetzt? Sie haben einen. Die Türken hätten jetzt im Moment drei. Also braucht man schon mindestens einen. Wobei man braucht eigentlich zwei Tore, weil sonst wird man nicht Gruppendritter, beziehungsweise nicht bester Gruppendritter. Einer der vier Besten mit zwei Punkten wird man das nicht. Das kann ich schon mal garantieren eigentlich. Eieiei. Aber jetzt die Türken mit Çalhanoğlu. Auf Balta zu Inan. Auf Tosun, den Torschützen, der dann den Fehler des Keepers eiskalt genutzt hat. Wieder Tosun, setzt sich hier auch durch. Passt jetzt weiter auf Şahan. Der zieht jetzt in die Mitte. Schuss! Oh! Eieiei. Hier ist jetzt auf jeden Fall gut Zug drin in dem Spiel. Şahan da mit der Riesenchance eigentlich, aber naja, schießt halt ein bisschen drüber. Und Wacklik darf jetzt den Ball abschlagen. Das ist natürlich auch eine undankbare Aufgabe für Wacklik jetzt. Der hat da den einen Fehler gemacht und da muss er jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger sein Leben lang dran knabbern. An so einem Fehler, weil das ist natürlich, wenn es denn so bleibt bei dem Ergebnis, die Entscheidung für das Aus der Tschechen. Also das wäre natürlich schade, muss man sagen. Tschechien hier mit 63% Ballbesitz, die Türkei mit 37%. Und jetzt hier Darida am Ball. Auf Skalak. Der Ball ist erstmal weg. Pudel jetzt hier. Auf Mareschek. Darida mit dem Schuss, aber auch das war nicht erfolgreich.
Jetzt sehen wir nochmal Tosun im Fokus, sehen auch sein Tor nochmal. Da bekommt er den Ball vom Wacklack geschenkt und muss dann eigentlich nur noch am Keeper vorbei. Das war natürlich klarer Torwartfehler. Das darf man so nicht machen. Also, das wird schon in der Kreisliga bestraft. Dann erst recht in der EM, beziehungsweise bei der EM, nicht in der EM, in der Europameisterschaft. Sagt man bei, oder? Ja. Hört sich auf jeden Fall besser an. Ah ja, ja. 2 Minuten Nachspielzeit hier in Hälfte 1. Die Türken verwalten das jetzt hier. Erstmal lassen die Tschechen da hinten in Ruhe. Die spielen den Ball ein bisschen rum. Der Halbzeitpfiff ist erfolgt. Eieiei. Die Türkei führt mit 1-0 durch Tosun. Das Tor sehen wir gleich auch nochmal. Hier sehen wir erstmal den Einzug der Mannschaften. Eieiei, der Ball rollte. Da gab es viel Gehader und Gezeter. Die Tschechen haben eigentlich am Anfang recht gut mitgespielt. Dann kam der erste gefährliche Schuss von Çalhanoğlu. Da sah Vaklak noch gut aus. Und dann kam diese Szene. Vaklak bekommt den Ball, lässt ihn leicht am Fuß abprallen und will ihn dann hoch wegschlagen. Aber kommt halt genau auf die Brust von Tosun. Der muss nur noch einschieben. Deswegen steht es hier 1-0 für die Türkei. Und auch deswegen steht es nur 1-0, weil der Ball halt danach nochmal drüber ging, von Çalhan war es, der den Ball da übers Tor haut. Und hier sehen wir, eigentlich sind die Tschechen gar nicht so schlecht, Ballbesitz mehr, Passgenauigkeit auch über 90%, also alles eigentlich tutti, aber leider liegt man 1-0 hinten. Und ja, schauen wir mal, wie das in Halbzeit 2 wird. Die Türkei jetzt mit dem Anstoß, der Ball rollt wieder, Halbzeit 2 läuft. Und wir dürfen gespannt sein. Inan jetzt hier am Ball. Auf Erkin. Auf Turan. Zu Çalhanoğlu. Ah, jetzt hier durchgesetzt. Oh, da sieht Vaklak wieder gut aus gegen uns Jakob hier. Eieiei, war das knapp. Kriegt er gerade noch so eine Pranke dran. Çalhanoğlu wird jetzt hier die Ecke ausführen. Auf den kurzen Pfosten, da kommt ein Kopf dran. Aber nur gestriffen den Ball, deswegen keine entscheidende Richtung mitgegeben. Aber jetzt die Türken wieder im Ballbesitz mit dem Schuss. Eieieiei. Jetzt geht's hier rund. Çalhanoğlu war das wieder. Der hatte in der ersten Halbzeit schon die gute Chance mit dem Schuss. Jetzt wieder ein bisschen übers Tor diesmal. Deswegen muss Vaklak hier nicht erneut hinter sich greifen. Aber wenn die Türken so weitermachen, könnte es was werden mit dem, mit einem der 4 besten Gruppendritten. Ich kann mal kurz die Blitztabelle checken, wie es denn so bei den anderen Mannschaften aussieht. Zur Erklärung, das Spiel, also es lief noch kein anderes Spiel in der, das dritte. Da sehen wir einen Punkt, bei Wales sehen wir schon 3 Punkte. Nordirland sehen wir 3, also 2 Mannschaften wären schon mal dabei. Aber sonst sehen wir noch keine 3. Also wenn die Türkei hier gewinnt, hätten die 3 Punkte und... Ah, minus 3 Tore. Die müssen auf jeden Fall noch ein paar Tore schießen, weil die 2 Spiele jeweils mit 2 Toren... Ne, ich glaube gegen Spanien haben sie 3-0 verloren und gegen Kroatien mit einem Torunterschied. Aber die müssen noch ein bisschen was schießen. Hier erstmal hart reingegangen von Arda Turan, der da auch völlig zurecht die gelbe Karte sieht. Und jetzt die ersten Wechsel. Dokal kommt rein für Mareschek bei den Tschechen. Und bei den Türken wird auch gewechselt. Da kommt Yilmaz für den Torschützen, für Tosun rein. In der 57. Spielminute. Beide Mannschaften mit frischen Kräften. Also die Türkei muss eigentlich fast schon auf ein Wunder hoffen.
Sie gewinnen zwar sehr wahrscheinlich, wenn es so ausgeht wie jetzt, aber dann muss man noch an mindestens, ja, nach Möglichkeit eigentlich so viele Tore schießen, dass man am Wels und an Dings noch vorbeikommt, wenn die denn nicht auch ihre Spiele gewinnen. Wels spielt, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, heute ist Sonntag. Morgen kommt ja das Video erst, also Montag. Also kann ich noch nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ihr könnt es dann in den Kommentaren schon sagen. Jetzt die Türkei mit dem nächsten Schuss. Ah nee, das war Tschechien, Entschuldigung. Tschechien ist ja rot, das ist ein bisschen verwirrend. Muss ich ehrlich zugeben. Vytra war es da. Jetzt lässt sich Babacan hier ein bisschen Zeit. Die brauchen möglichst viele Tore. Das Miese ist halt auch, dass man erst weiß, ob man wirklich dabei ist, wenn die letzte Gruppe ausgespielt ist, mehr oder weniger. Natürlich, wenn jetzt schon von den anderen Gruppen fünf Gruppen oder so schlechter sind, also das besser sind als man selbst, dann weiß man natürlich, okay, man ist nicht dabei. Aber es könnte die Konstellation kommen, dass man echt genau auf das letzte Spiel warten muss. Das ist in Gruppe F dann. Portugal und Österreich spielen da. Also nicht gegeneinander, sondern Portugal spielt gegen Ungarn und Österreich gegen Island. Und das wird das, das werden die zwei entscheidenden Spiele eigentlich sein, wer jetzt wirklich weiterkommt und wer nicht. Im Zweifel weiß man zwar dann schon drei Kandidaten, aber halt nicht den vierten. Und natürlich, je nach Tag, weiß man dann einen Kandidaten, zwei, drei. Ab Gruppe C weiß man, glaube ich, dann den ersten Kandidaten, der als Gruppendritter weiter ist. Also sicher weiter ist, weil es kann auch passieren, dass am letzten Spieltag Gruppe F sich dann entscheidet, dass der Gruppendritte aus Gruppe A weiter ist. Das ist halt, ja, sehr kompliziert, das System auch. Und auch irgendwie, wir spielen, wenn Deutschland Erster wird, gegen den Gruppendritten aus A, B oder D oder so. A, B oder F, glaube ich. Irgendwie sowas. Und das entscheidet sich aber irgendwie, wer da, keine Ahnung, wie Dritter wird. Keine Ahnung. Das ist echt ein mega kompliziertes System. Ich habe es heute mal nachgelesen alles, aber das kann man nicht mal wiedergeben. Und im Zweifel geht es dann auch auf, wie viele gelbe Karten gab es in dem Turnier für die Mannschaft und keine Ahnung, ob die dann weiterkommt wirklich in die nächste Runde. Das ist halt echt lächerlich. Eigentlich hätte man die EM nicht so aufblähen dürfen und einfach nur die paar Teams weniger, vier Teams waren es, glaube ich, die jetzt neu dazugekommen sind, und dann halt nur im Viertelfinale und kein Achtelfinale. Fertig hat man das Ding. Jetzt hier die Kopfballchance, aber so wird das nix. So wird das nix. Eieiei. Jetzt hier der nächste Wechsel. Nesit kommt rein für Vytra. Und auch bei den Türken ist ein Wechsel. Da verlässt Çalhanoğlu das Feld. Und wer kommt rein? Die Nummer 19. Weiß ich jetzt nicht, was auf dem Trikot steht. Sieht man so schlecht, wenn man den Spieler nur von vorne sieht. Und auch von der Seite ist da nichts zu erkennen. Ja, da hat man es kurz angedeutet gesehen. Werden wir aber gleich noch nachgeliefert kriegen hier oben. Nesit für Vytra auf jeden Fall. Und bei den Türken Mali für Çalhanoğlu. Yunus Mali. Ich weiß gar nicht, spielt er noch bei Mainz? Ist auf jeden Fall lange Jahre Mainzer. Ich weiß nicht, ob er noch da spielt. Aber man kennt ihn. Yilmaz jetzt hier am Ball. Burak Yilmaz auf Gönül. Der mit dem Ball wieder in die Mitte. Da kommt Yilmaz aber nicht dran. Und jetzt die Tschechen vielleicht mit einem Angriff. Nein, der Ball direkt wieder weg. Gönül mit der Flanke. Aber Vaklik hat da aufgepasst. Nach aktuellem Stand sieht es so aus, als hätte er die EM quasi weggeschmissen. Wenn man es mal so sagen darf. Aber natürlich ist auch kein Tor gefallen. Von daher kann man da vielleicht dem Keeper nicht so einen Vorwurf machen, weil man braucht schon ein Tor, um irgendwie dabei zu sein.
als Gruppendritter. Jetzt hier der nächste Wechsel. Shen kommt rein für Shahan. Shahan verlässt das Feld. Und Shen neu im Spiel. Volkan Shen. Eieiei, immer noch 1-0 für die Türkei hier gegen Tschechien. Am dritten Gruppenspieltag der Gruppe D. Zeitgleich spielen, wie gesagt, die... Wir spielten zeitgleich die Kroaten gegen Spanien. Jetzt hier nochmal die Türken. Özyakup mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Aber auch da ist Wacklik wieder zur Stelle. Hatte nur diesen einen Patzer, aber der entscheidet dann halt über Sieg oder Niederlage. Oder Unentschieden in dem Sinn. Weil bisher ist noch kein Tor für die Tschechen gefallen. Hilmers jetzt hier nochmal. Holt die Ecke raus. Müsste Ecke geben, oder? Abstoß? Okay, das habe ich jetzt nicht so gesehen. 90. Spielminute ist angebrochen. Wir werden gleich in naher Zukunft die Nachspielzeit angezeigt bekommen vom vierten Offiziellen. Jetzt hier erstmal die Tschechen nochmal. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es hier für die Tschechen. Oh, da ist ein Foul! 11 Meter! 11 Meter in der Nachspielzeit! 11 Meter, meine Freunde! Eieiei, da kommt die Nummer 8 sehr ungestüm rein. Selçuk İnan. Und jetzt gibt es 11 Meter. Und zumindest die Chance zum Ausgleich. Damit wären die Türken auf jeden Fall draußen. 11 Meter in der Nachspielzeit. Babakan gegen Kolar. Kolar tritt an. Kolar schießt und Tor! 1-1. Kolar mit dem Ausgleich für die Tschechen in der Nachspielzeit per 11 Meter. Wie bitter ist das für die Türken? Babakan probiert es erst gar nicht zu springen. Bleibt da am, in der Mitte stehen. Denkt vielleicht verliert Kolar ja seine Nerven, aber der behält die Nerven, macht es 1-1 und jetzt sind noch vielleicht 2 Minuten zu spielen. Vielleicht geht hier ja noch was für die Tschechen. Sie brauchen ein Tor. Sie brauchen ein einziges Tor. Daniel Kolar hier, der Torschütze. Jetzt ist es natürlich umso ärgerlicher, dass der Keeper da so Kacke gebaut hat und das Gegentor verschuldet hat der Tosun, vom Tosun. Jetzt erstmal die Türken im Ballbesitz. Die wollen natürlich jetzt auch noch das Tor. Und dann mit viel, viel, viel Glück irgendwie Gruppendritter werden. Das wird aber nichts mehr. Beide Mannschaften würden mit dem Ergebnis sehr wahrscheinlich ausscheiden aus dem Turnier. Von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!